So, hallo zusammen, ich bin hier bei meiner Freundin und wir waren gerade auf dem Speicher und haben also den Dirndlfundus mit nach unten geholt und ich muss euch eins sagen, ich bin total begeistert. Ist ein lilafarbenes, ich werde das nachher alles anprobieren und ihr werdet es an mir sehen, ein lilafarbenes mit pinkfarbener Dirndl. Schürze. Country Line, genau. Oh, das ist so hübsch. Und wisst ihr was? Ich hatte mir welche bestellt, ne? Das war alles so komische Synthetik und Brokat. Und hier sehe ich, das ist Baumwolle. Und wie alt ist denn das? Ist Zehn wunderschön. Jahre. 10 Jahre, da haben die richtig schön. Das ist genau mein Style. Also das, also diese, ne? Mit diesen Pünktchen und Kar also total süß. So, hier haben wir eine irre Auswahl an Socken. Die zieht man unter das Dirndl, ja. Strümpfe, genau. Strümpfe. Und hier. Mara, zeig mal, das ist mit Spitze, ne? Das ist Spitze, das ist Seide. Das ist Seide hier, ne? Okay. Waldorf von aus Salzburg exklusiv. Das ist hier diese Schwarz. So. Und dann haben wir hier noch ein ganz süßes T-Shirt. kannst du auch zur Lederhose Kann anziehen. man auch zur Lederhose anziehen. Hier ist eine mega geile Jacke. Janka. Genau. Und guck mal, hier haben wir jetzt. Das ist eine Bluse praktisch. Wozu zieht man die an? Na, auch zur Lederhose oder zur Zu Jeans. dieser könnte ich das praktisch Ja, auch anziehen. auch. Das probieren wir nachher gleich an. Ist das süß? Ey, ich fasse es nicht. Ist das Das also. trägt man dann auch so, wie du das jetzt anhast, ne? Die Schulter hier und Ja. die halbe Aber wie Bluse macht man so. denn hinten den Reißverschluss alleine Ja, zu? Oh. genau. Na gut, okay. Dann haben wir jetzt hier Dirndl. Was ist denn Das ist das? Hammerschmied. Das ist Landhausstil. Das ist Ist gröber. Krüger. Ich sehe schon, du magst auch grün. So, und dann haben wir hier, Von Anna Meyer. das sind ja deine Schätze, ne? Ja, Das sind ja genau. richtig sündhaft teure. Dann ich gehe mal zurück. Ich traue mich die gar nicht anzuziehen. Beide blaue sind Anna Meyer aus München. Ja. Und das andere ist. Oh, ist das hübsch. Das ist ja guck mal, da sind Pailletten hier Na oder ja, was, ne? klar. Mein Gott, ist das geil. Und jetzt guck da mal, bitte, ich guck mal, rutscht gerade die Lederhose. Diese Knöpfe hier, das ist doch der Wahnsinn. Ist das hübsch, ey. Okay. So, jetzt haben wir das mal abgefilmt und das ist noch ein Höschen, was man dann praktisch unter das Dirndl ziehen kann. Und jetzt machen wir mal Ich habe jetzt Modenschau. hier mich in eine Hose gequetscht. Ich habe die Hoffnung, dass es noch ein bisschen nachgibt. Oder? Ich habe jetzt auch die, Dirn, nee, die richtig bayerischen Socken dazu an mit Knopf. Eine mega schöne Korthose ist das hier mit. Du hast da Mit irgendwie. echten Lederhosenträgern Ja. aus dem Allgäu dazu gekauft. Die Bluse ist auch aus dem Allgäu. Also guck mal. Das Wenn ich mir schaffst du, schaffst du. richtig Mühe Die ist gebe. frisch gewaschen und dann ist die einfach Ah. so. Ey. Bums. So, jetzt spreche Also, dann werde ich es mit der nochmal probieren jetzt, ja? Okay. So, jetzt habe ich, das werde ich nicht anziehen, weil hier quillt Fett raus. Da bin ich zu alt dafür, aber ne? 10 Jahre vorher. Die Bluse ist ganz allerliebst, vielleicht. Das wird irgendwie hinten ist hier ein Reißverschluss. Und mein Gott, das gefällt mir richtig, richtig so. Und glaubt ihr, ich habe sowas Tolles nicht im Netz gefunden und ich habe wirklich wochenlang geguckt. Das hast du alles schon ein paar Jahre, ne? Mit langer Bluse ist natürlich besser. Man weiß ja nicht, wie es Wetter wird. Ganz süß verarbeitet hier, ne? Guck mal, gehst du mal da ran. Und hier auch mit diesen Hirschhornknöpfen oder was das ist, ne? Und da fühle ich mich richtig, da fühle ich mich irgendwie angezogen mit. Und dann so ein paar Booties dazu und ja, das ist, glaube ich, ein Favorit. Okay, gut. Jetzt sind Guck wir mal, hier. dann ist hier auch ein Jetzt sind wir hier Edelweiß. beim Schmuck. Oh, Edelweiß, Edelweiß. Oh, Herzen. Guck mal, hier ein Rehkitz. Na, ich habe das Edelweiß. gelebt. Ganz. Du hast es gelebt. Ja, nach meinem Laden. Immer. Oh mein 14 Tage. Oktoberfest. Jeden Tag. Die liebe Marin ist nämlich in der Eventbranche tätig. Und. Stimmt, das sage ich doch richtig, ne? Und Ja. du hast immer zum Oktoberfest dann deine schönen Dirndls angehabt. Also ich werde mich, weiß ich noch nicht, für was ich mich entscheide, aber ich habe jetzt schon mal ein Dirndl an. Ich habe jetzt ein Dirndl an. Ich bin perfekt jetzt angezogen. Es fehlen nur noch die Schuhe. Das sind Dirndlstrümpfe, ne? Ja. Dann hast du mir gesagt, hier, Unterhosen. ohne Hosen, wie die Hessen sagen. Ist das süß, oder?
So, dann hier das lilafarbene Baumwoll-Dirndl, dazu eine Satin-Schürze, wunderschön bestickt hier mit, was ist denn da drauf? Hirschen. Oh, und ist das schön. Und hier, was hast du mir da drum gewickelt? Eine Dirndl-Bauchkette. Eine Bauchkette. Dazu eine Bluse. Und ich passe sogar rein. So, also ich habe es zubekommen. Also das finde ich ganz zauberhaft. Und jetzt gehen wir zum nächsten Outfit, ja? Und vielleicht könnte man, warte mal, lass mal nochmal an. Bitte, vielleicht könnte man, ja, das hast du noch nie getragen. Das ist noch der Preisschild noch dran. Vielleicht die, würde das ganz gut aussehen, wenn ich meine Ketten abmache und das Herzl da drum, ne? Na klar. Und richtige Zöppe, das ist jetzt nur provisorisch alles, ne? Auf jeden Fall Zöppe. Zöppe oder Hochfrisur, keine Ahnung. So, also ich bin ganz verliebt in das Ding. Hübsch. Ja, gefällt es dir auch? Sehr schön. Die Maid von der Alm. Jetzt habe ich hier einen absoluten Traum in Schwarz an und rot-weiß kariert. Wieder mit dieser entzückenden Hose, schön warm von unten. Das Dirndl hat auch Taschen, ne? So, ganz lässig. Mit einer schwarzen Satinbluse, ein Edelweiß und einfach nur, also ich finde es total süß. Ich bin einfach nur, also völlig von der Rolle, was hier für eine wahnsinnige Auswahl ist und dass ich Dirndl so toll finde. So, jetzt habe ich hier ein totales, edles Dirndl an. Das müsste natürlich gebügelt werden, das war in der Kiste. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Es ist also ein Satinstoff mit einem Couture-Jäckchen. Es ist, also ich fühle mich, als würde ich auf eine Hochzeit gehen, auf eine bayerische. Das ist richtig, richtig schön. Und jetzt ein bisschen eng, aber mir wurde ja gesagt, es muss eng sein. Muss eng sein. Ja, Mare? Ja. Muss eng sein. So, und jetzt kannst du mal hier diese, hast gesagt, so tolle Knöpfe sind das, ne? Mit Steinchen lila. Wow. Also klein lila und pink. Also das ist einfach, ja, das sieht natürlich ganz, ganz edel aus, ne? Das ist edler Almlook, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, diese wunderschönen Teile, die ziehe ich jetzt nicht an, weil die sehen bestimmt auch ganz, ganz zauberhaft aus. Ihr habt sie ja gesehen. Ich werde mir jetzt zwei Dirndl bei der lieben Maren ausleihen. Und vielleicht die Hose und zwei Dirndl und dann gucken wir mal. Also das auch nicht, das ist mir alles zu edel. Die anderen kann man nämlich waschen, ne? Das Baumwolle und das ist hier edler Satinstoff. Also ganz, ganz toll. Das war jetzt meine erste Dirndl-Session in Preußen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir sowas steht und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du für mich auf den Boden gekrochen bist und die Kiste runtergeholt hast. Und ich habe doch bei Zalando, habe ich mir auch von Stocker Point, jetzt übrigens auch ein, das Schwarze ist, glaube ich, von Stocker Point oder das Lila, das klar, das Erste, was ich anhatte. Die haben, das ist ja schon ein paar Jahre her, als du gekauft hast, ne? Es gibt nur noch so total überladene Brokat und Mini oder ganz lang. Also furchtbar. Ich hatte mir zwei zur Ansicht schicken lassen. Und, also das war irgendwie gar nichts. Und das ist übrigens auch eine 36 jetzt hier, ne? 38. Ich habe also, fällt aber kleiner aus. Ja, ich hatte mir nämlich 36 und 38 zur Ansicht bestellt. 36 ging gar nicht. Das sperrte so von Astrid Soll. Und ich wollte nur mal dieses Futter zeigen. Das ist so richtig... Was ist denn das? Seide oder was? Das ist ein richtig schweres Dirndl. Und wir haben jetzt beschlossen, dass ich das doch anziehe. Ich habe jetzt hier diese Hose an und jetzt habe ich, die Bluse ist mir ein bisschen groß, aber ihr solltet das mal sehen, diese Bluse mit Spitze und Perlen, ne? Okay, das ist das Dirndl ohne Worte. Als die liebe Maren das Dirndl anhatte, warst du in deinem VIP-Zelt und hast alle begrüßt, was Rang und Namen hat, ne, vom Bürgermeister über, also in Berlin und das ist wirklich ein Dirndl, das ist, also das sucht seinesgleichen, sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Das ist mit Perlen und, also das ist einfach, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde es, also es ist, ich kann mir vorstellen, wie toll du darin ausgesehen hast. Und dann hast du Feinschumpfhosen an und Schuhe, also und Pumps dazu, ne? Und noch Edelweiß drum oder was weiß ich. Und schöne Hochfrisur.
Ich wollte es nur mal, sie hat gemeint, ich soll es mal anziehen und ich habe noch nie so was Tolles angehabt und ich finde es wirklich ganz, ganz, ich kann mir wirklich super vorstellen, wie du darin ausgesehen hast. Aber die Maren zeigt sich ja nicht, aber irgendwann ist sie dran, ne? Maren, irgendwann ja, zeigt sie sich dem Publikum, die sind bestimmt alle ganz gespannt, wer steckt denn dahinter? Also nochmals, vielen lieben Dank, ne? Ja, in diesem Sinne, das war jetzt mal ein Gruß aus der Dirndl-Werkstatt und nochmal vielen lieben Dank an die Kamerafrau und an die Spenderin, dass ich hier deine schönen Dirndl zeigen durfte und vorführen durfte und dass du mir davon was leist. Gut. Tschüssi. Gerne. Ciao. Tschüss.